Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. Letzte Woche hattet ihr die Chance, mir einige Fragen unter ein Video zu schreiben, die ihr über mich, über YouTube, über sonst was habt. Und diese Fragen möchte ich im heutigen Video einfach mal beantworten. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze öfters mache, also vielleicht so einmal im Monat oder so ein FAQ-Video mache, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, beziehungsweise lasst mal einen fetten Daumen nach oben jetzt schon da. Euch kotzt es nichts und mir hilft es wirklich weiter. Und dann sehe ich auf jeden Fall, dass ihr da Bock drauf habt. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt mal an mit dem Video. Türk Bruce 1222 fragt: Nices Video und bist du schon mal Snowboard gefahren? Die Antwort hier ist ganz klar, ja, ich bin schon mal Snowboard gefahren, eigentlich bin ich eher Skifahrer, aber ich hatte mir, als ich mal im Skiurlaub war, mal für einen Tag ein Snowboard ausgeliehen und mir das Ganze mehr oder weniger selber beigebracht und am Ende lief das eigentlich sogar ziemlich gut. Somit kann man eigentlich sagen, ja, bin ich. Dann haben wir zwei Fragen, die wir eigentlich ziemlich gut zusammenfassen können. Einmal fragt Trico, welche Konsole magst du mehr, PlayStation 4 oder Xbox? Und Lollnatz fragt, PS4 oder PC? Was magst du mehr? Die Frage kann man eigentlich ziemlich gut zusammenfassen. Also ich würde sagen, es kommt immer drauf an, was. Also am besten finde ich natürlich einen PC. Am PC könnt ihr auch einen Controller anschließen, habt also alle Vorteile, die eine Konsole hat. Aber dazu habt ihr eben noch eine bessere Grafik. Der PC ist meistens viel schneller und es ist einfach an sich ein anderes Spielgefühl. Somit würde der PC, glaube ich, ganz oben stehen. Auf Platz 2 wäre dann bei mir sozusagen die PlayStation 4. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe noch nie so wirklich auf der Xbox gespielt. Ich hatte früher die PS3 und dann eben die PS4, aber eben noch keine Xbox. Das heißt, ich kann es eigentlich nicht wirklich beurteilen. Aber an sich würde ich eher PS4 bevorzugen, weil ich finde, die Konsole sieht besser aus. Die meisten Leute spielen auf der PlayStation und es ist halt einfach PlayStation. Und eben als drittes dann die Xbox. Also an sich finde ich den PC am besten. Die PS4 ist aber die bessere Konsole im Vergleich von der Xbox, meiner Meinung nach. Es kommt aber immer darauf an, wer das sagt. Also wenn ich das sage, ich habe einen ziemlich guten PC, dann ist es natürlich vergleichbar. Wenn ihr jetzt aber einen schlechteren PC habt, dann würde ich eher die PS4 nehmen, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer Konsole wesentlich besser ist. Also ihr kriegt für weniger Geld ungefähr das gleiche. Eine PlayStation kostet jetzt ungefähr 250 Euro. Wenn ihr für 250 Euro euch einen PC kauft, dann wird der nicht mal GTA schaffen. Also wisst ihr, was ich meine? Für weniger Geld, die gleiche Leistung kriegt ihr natürlich bei einer Konsole. Dominik fragt, seit wann kennst du die GTA-Serie? Seit wann ich die GTA-Serie kenne, kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nur, das erste GTA, was ich je gespielt habe, habe ich auf der PSP gespielt. Ich weiß nicht mal, welches das war. Ich glaube, es war GTA Vice City, aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil es so lange her ist. Dazu kommt, dass ich das Ganze nur bei einem Freund gespielt habe, also ich habe es nicht wirklich aktiv selber gespielt. Insofern kann ich mich daran nicht wirklich erinnern. Der erste GTA-Teil, den ich wirklich aktiv selber gespielt habe, war dann GTA San Andreas auf dem Laptop und dann eben GTA 5. Selbst GTA 4 habe ich eigentlich nicht wirklich gespielt. Ich hoffe, dass ich deine Frage damit ein bisschen beantworten konnte. Typisch Dean fragt, wie lange spielst du privat? Und diese Frage kann man eigentlich ziemlich einfach beantworten, und zwar fast gar nicht. Ich sitze zwar fast den ganzen Tag vorm PC, aber ich kann dabei nicht spielen. Ich habe immer irgendwas zu tun, sei es schneiden, aufnehmen, irgendwas anderes organisieren rund um den Kanal, mich mit Leuten unterhalten, irgendwas verabreden, irgendwelche Sachen besprechen. Also ich habe immer so viel zu tun für YouTube, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe mehr privat zu spielen. Und wenn das ist, dann höchstens mal so eine halbe bis eine Stunde am Tag. Black Gaming fragt, kannst du mal einen 12-Stunden-Stream machen? Und die Antwort darauf ist ja. Es ist bereits sogar ein 12-Stunden-Stream in einer Woche ungefähr geplant. Genauer am Freitag, dem 6. April, werde ich einen 12-Stunden-Stream machen. Das ist also von Freitag auf Samstag von 14 Uhr bis 2 Uhr nachts. Zusammen mit ein paar Gästen, WFG wird mitmachen, noch ein paar andere YouTuber. Insofern könnt ihr euch auf jeden Fall darauf schon mal freuen. Und natürlich ein großes X in euren Kalender machen, damit ihr auf jeden Fall am Start seid. Legend Pixel fragt, machst du noch einen Nebenjob außer YouTube? Und hier ist es so, dass ich überhaupt keine Zeit mehr dafür habe. YouTube ist ein Hobby oder ein Job, wie auch immer man es bezeichnet, was sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, ich sitze zum Teil 5 bis 6 Stunden unter der Woche am PC, um nur irgendwelche Videos zu machen oder irgendwas für den Kanal zu organisieren, zu besprechen oder am Laufen zu halten. Das heißt, ich habe weder Zeit zum Zocken, noch habe ich irgendwie Zeit für einen Nebenjob. Dazu kommt noch, dass ich eine wunderbare Freundin habe, auch noch Schule mache. Insofern, ich habe nicht wirklich Zeit noch für einen anderen Job. Kufi fragt, wie viel Geld verdient man pro YouTube-Video? Diese Frage kann man gar nicht so einfach beantworten. Ich glaube, es ist eine Frage, die ziemlich viele Leute interessiert. Und die Wahrheit ist, ich kann euch keine Zahl sagen. Selbst wenn ich wollte, ich kann euch keine genaue Zahl sagen, da es einfach immer unterschiedlich ist. Was aber kein Geheimnis ist, dass ihr in der deutschen GTA-Szene ungefähr eine CPM von knapp 2 bis 3 Dollar habt. Das bedeutet, pro 1000 Werbewiedergaben-Klicks sozusagen bekommt ihr diese 2 bis 3 Dollar. Jetzt muss man aber aufpassen.
Angenommen, das Video hat jetzt 1000 Klicks. Da sind davon ungefähr ein Drittel überhaupt monetarisiert. Die anderen haben Adblocker, bekommen gar keine Werbung angezeigt oder es ist sonst was. Also sagen wir mal ein Drittel. Habt ihr also ungefähr 333 Klicks. Und auch nur für diese Klicks bekommt ihr dann eben Geld und nicht für diese 1000, die das Video vielleicht hat. Dazu kommt noch, dass diese CPM extrem schwankt, aus welchem Land ihr kommt. Also eine CPM in Amerika ist ungefähr 2 bis 3 Mal so hoch. Und dazu kommt noch, was du für ein Video machst. Eine Bibis Beauty Palace würde mit ihrem Content, nur weil sie anderen Content machte, hätte sie ja jetzt genauso viele Klicks auf dem Video, mehr verdienen als jetzt irgendjemand in der GTA-Szene bzw. in der Gaming-Szene, weil es einfach viel mehr Werbetreibende gibt, die zum Beispiel jetzt in der Gaming-Szene werben wollen, als eben jetzt in der Szene für Beauty oder was auch immer die da macht. Außerdem kommt dann dazu, wie viele Interaktionen das Video hat, also wie viele Likes, Dislikes, Kommentare, sonst was. Und vor allem ist es sehr, sehr wichtig, wie lang die Wiedergabezeit ist. Zum Beispiel das Video Billo ist mein zweiterfolgreichstes, hat ungefähr 170.000 Aufrufe und mit diesem Video habe ich gerade weniger verdient als mit einem Video, was vielleicht 50.000 Aufrufe hat, weil einfach die Werbewiedergabezeit wesentlich kürzer ist, weil das Video einfach gerade 2 Minuten oder so geht. Insofern, Leute, kann man das gar nicht so genau sagen, aber ihr könnt euch so merken, pro 1000 Klicks ungefähr 1 Euro. So ganz grob. Dennis fragt, denkst du, dass Fortnite bald die Macht über YouTube übernimmt? Sprich, jedes Gaming-Video, was hochgeladen wird, ein Fortnite-Video ist und kannst du mich grüßen? Grüße gehen auf jeden Fall erstmal an Dennis raus, was geht ab? Und ich glaube nicht, dass es so ist. Fortnite ist ein sehr gehyptes Spiel im Moment, ja, aber der Inhalt ist ziemlich beschränkt. Ihr könnt ja in Fortnite theoretisch nichts machen, es ist ja immer das Gleiche. Und deswegen denke ich mal, ist es im Moment zwar im Hype, genauso wie es PUBG mal war, aber auf lange Zeit gesehen wird dieser Hype auch wieder zu Ende gehen und ich glaube nicht, dass Fortnite die Macht über YouTube übernimmt. Putsch7 fragt, hast du Haustiere? Nein, leider nicht. Früher wollte ich immer einen Hund haben, habe ich aber leider nie bekommen, war echt belastend und ja, jetzt habe ich immer noch keins. Strasser offiziell fragt, welche Spiele spielst du aktuell bzw. welche Spiele hast du? Ich habe wirklich sehr, sehr viele Spiele, besonders für PlayStation 3 noch, für PS4, für einen PC. Darunter auch Spiele, die ich noch nie gespielt habe. Ich habe zum Beispiel auch noch Black Ops 3 für einen PC, aber habt ihr, glaube ich, eine halbe Spielstunde oder sowas drin. Ich habe viele Spiele, aktuell spiele ich aber nur Fortnite und GTA. Weißt du, was in diesem Jahr im Halloween-DLC dabei ist? Nein, das weiß ich noch nicht und damit befasse ich mich jetzt auch noch nicht. Machen wir dann einfach ein paar Wochen, bevor das Update raus ist. Benz Wascher fragt, welches ist dein Traumauto? Da, ganz klar, der M4 von BMW im M-Blau. Es gibt kein besseres Auto, ist halt einfach so. Allerdings ist das Auto eher ziemlich unrealistisch, weil es einfach arschteuer ist. Realistischer wäre dann schon so ein 1er M-Coupé, wäre einfach ein heftiges Auto. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem FAQ für diese Woche bzw. für diesen Monat. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare weitere Fragen, wenn ihr welche habt. Ich werde die dann einfach als weiteren Kommentar sozusagen beantworten. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Insta folgen und mir dort eine Frage stellen. Ich kann da eigentlich auch ziemlich schnell eigentlich immer antworten. Und an der Stelle bin ich jetzt aber wirklich mal raus. Habt noch einmal einen geilen Tag. Bis bald und Peace.